Jetzt hängen wir fest. Scheiße. Leute, wir haben ein Problem. Der Bock hängt hinten runter. Dank dem Auslesegerät konnte ich jetzt zumindest, ihr seht, wie das Auto hoppelt. Leider hast du falsche Benzin getan. Das kann sein, vielleicht habe ich falsche Benzin. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle die Zeit umgestellt. In Rostock und Umgebung haben wir leider kein Auto gefunden. Aber wie ihr seht, Susi ist schon wieder auf der Autobahn und bläst mit 220 Sachen hier über den Asphalt. Wir haben uns heute Morgen um 6 Uhr schon auf den Weg gemacht und fahren jetzt nach Leipzig und schauen uns dort ein Auto an. Ihr könnt uns auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen, das würde mich sehr freuen. Schreibt auch mal in die Kommentare rein, wie ihr die letzten 3 Teile gefunden habt, die wir hochgeladen haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, den Roadtrip bislang zu verfolgen. Sobald wir in Leipzig sind, melden wir uns wieder. Von deinen 220 hier. Aber jetzt, wie ist das Resümee hier nach 4 Tagen S-Klassen-Ritt? Ist ein gutes Autobahnfahrzeug. Ja, voll. Wärst du jetzt lieber mit der G-Klasse gefahren oder würdest du für solche Strecken die S-Klasse bevorzugen? Nein, definitiv die S-Klasse. Für mich ist es bequemer, ist schneller, ist guter, ist nicht gut und schön zu fahren. Kann man wirklich über 200 schon heizen. Und die G-Klasse, die wird, glaube ich, auch 20 Liter verbrennen, wenn man sie mit 180 peitschen würde, ne? Ja, sicher. Und der liegt hier bei, drück mal nach oben. Warte. Was haben wir denn Schönes hier? Noch eins? Ja, du fährst sie halt mit 200, ja? Ja. Da laufen 13,5 Liter im Moment rein, ne? Ja. Und wie ist es so vom Fahrwerk? Wie liegt die S-Klasse auf der Autobahn, auf dem Boden? Ja, super. Hast du ein sicheres Gefühl, wenn du über 200 fährst? Ja, deswegen fahre ich mit 200. Sonst werde ich nicht, wenn ich nicht sicher hätte an der Hosenkette oder irgendwas. Ja. Leute, wir haben ein Problem. Schaut euch mal an, was hier Sache ist. Die Ermatik hat den ganzen Geist aufgegeben. Der Bock hängt hinten runter. 200 Kilometer haben wir geschafft. Und ihr seht, Fahrzeug hängt hinten runter. Hat auch im Cockpit angezeigt, Ermatik-Störung. Jetzt hängen wir fest. Scheiße. Carlos startet jetzt mal das Auto. Und ich hoffe, dass der Hund sich zumindest aufbläst und wieder ein bisschen nach oben geht. Aber so können wir nicht fahren. Ein bisschen Gas. Zum Glück habe ich mein Gutmann-Testgerät dabei. Ich konnte jetzt manuell die Ermatik hinten nach oben fahren und ich hoffe, dass wir somit weiterfahren können. Wie ihr seht, ich habe jetzt die Stellglieder mal nach oben gestellt, dass wir zumindest mit den Reifen aus dem Radkasten rauskommen. Und dank dem Testgerät, weil ansonsten wären wir hier komplett aufgeschmissen. Wir fahren jetzt mal weiter, schauen mal, was passiert. Ich werde auf jeden Fall jetzt fahren und ja, drückt uns die Daumen, dass wir weiterkommen. Also, während dem Fahren hat er mir jetzt hier im Cockpit
angezeigt, 3 Meldungen und hat auch jetzt hier die Störung. Wie ihr wisst, habe ich das Fahrwerk jetzt mit meinem Heller-Guttmann-Gerät komplett nach oben gefahren und habe vorhin beim Auslesen keine Fehlermeldung gehabt. Aber jetzt während dem Fahren, ihr müsst euch vorstellen, dadurch, dass ich das Fahrwerk jetzt händisch ganz nach oben gefahren habe, ist das wie ein Koni-Fahrwerk, ganz hart und zu. Also der federt hinten gar nicht mehr, also nichts mehr mit Ermatik. Und jetzt haben wir während dem Fahren das hier mal ausgelesen und folgende Fehlermeldung kommt eben, dass die Ausregelzeit beim Leeren der Luftfederbeine zu lang ist. Und ja, ich werde mir das jetzt auf dem nächsten Parkplatz genauer anschauen. Vielleicht kann ich hier ein Steuergerät resetten oder irgendwas machen. Ist natürlich Turbokacke, wenn hier auf der Fahrt sowas passiert. Aber dank dem Auslesegerät konnte ich jetzt zumindest, ihr seht, wie das Auto hoppelt, konnte ich das Fahrwerk hinten rausfahren und kann mich zumindest fortbewegen. Aber es ist halt hinten bockelhart. Also mehr wie 80 fahre ich jetzt auch gerade nicht, weil sonst haut es uns bei der nächsten Bodenwelle raus. Ne? Das ist schon wie Go-Kart fahren. Ne? Ja, das ist es halt. Ne? Ihr seht, Projektautos, da ist immer irgendwas. Ich werde auf jeden Fall mal jetzt den... Auf jeden Fall schon wieder. Ich werde den nächsten Parkplatz anfahren und versuche mit dem Steuergerät das Normalniveau wieder anzufahren. Und den Fehler habe ich jetzt mal gelöscht. Er bleibt jetzt auch aus. Das kann natürlich mehrere Ursachen haben, dass halt das Steuergerät hier kaputt ist oder eben ein Luftkanal von der Amatik irgendwie einen Schuss hat. Ich kann es jetzt genauer nicht einkreisen, das Problem, weil ich keine Star-Diagnose dabei habe. Mit der Star-Diagnose könnte ich noch tiefer ins System rein. Das ist halt leider Gottes so. Aber hier mit dem Heller-Guttmann habe ich ein paar Stellmöglichkeiten. Zumindest, ihr habt gesehen, ich konnte zumindest das Fahrwerk aufs höchste Niveau rausfahren, das ich überhaupt fahren kann. Aber diese Hoppelei, die halten wir auf keinen Fall 700 Kilometer aus. Das ist ja, besser wie nichts, aber ich fahre jetzt 120 und das Auto hobbelt hier wie so ein Känguru da hinten. Es ist so, oder? Leider hast du falsche Benzin getan. Das kann sein, vielleicht habe ich falsche Benzin. Genau. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt eine Seuche, gell? Ich fahre jetzt da mal raus am Parkplatz und schau mal, was ich machen kann. One eternity later. Ja, sieht recht gut aus. Wir sind jetzt gerade am Leipziger Flughafen vorbei und haben noch ca. 30 Kilometer zu dem Herrn, wo wir den Vito 4x4 anschauen. Ich habe da gestern in eBay Kleinanzeigen gesehen, dass eben dieser Herr einen Vito Allrad aktuell gerade inseriert hat, zu einem echt guten Preis, finde ich. Und hier denke ich, wenn das alles glatt läuft, kann man das Fahrzeug ankaufen. Was hier schon wieder ein bisschen dubios war, ich habe ihm angeboten, wenn wir uns einig werden, das Fahrzeug gleich mitzunehmen. Das wollte er nicht, beziehungsweise ich habe ihm angeboten, eben eine Echtzeitüberweisung zu machen. Das heißt, er hat das Geld, den Kaufpreis innerhalb von 10 Sekunden auf seinem Konto drauf, aber er besteht auf Bargeld. Und da muss ich erstmal dahinter kommen, was da der Grund ist. Nicht, dass da noch irgendwelche Rechte Dritter drauf sind. Sofern er Dokument und Papiere alles da hat, soll mir das recht sein, weil er wird mir ja sowieso in einem Kaufvertrag versichern müssen, dass das frei von Rechten Dritter ist. Das ist also immer ganz wichtig bei einem Autokauf, dass man sich diesen Satz absichern lässt.
Ja, aber nichtsdestotrotz, für einen Vito Allrad mit 120.000 Kilometer gelaufen in Schwarz ist das ein super Preis. Und mal schauen, ob das klappt. Wir haben noch circa 20 Minuten dahin. Er hat uns von dem eigentlichen Ziel an eine Aral-Tankstelle jetzt verschoben. Da fahren wir jetzt hin, da will er uns treffen. Und dann schauen wir einfach mal, was da abgeht. A few moments later. Immer noch der Känguru-Gang, wie ihr seht. Aber besser wie gar nichts. Also, hier haben wir den Vito. Und zwar die Seitenwand hier, die linke auf der Fahrerseite, die ist hier, wie ihr seht, komplett beschädigt. Der hatte hier auch einen Rammer. Der stand so im Inserat nicht drin. Der ist hier unten am Schweller komplett rausgeholt worden. Man sieht vielleicht das alles. Das ist recht ungut gemacht. Ansonsten technisch ist das Fahrzeug in Ordnung. Hier habt ihr noch mal einen Eindruck von da. Hier sind die Felgen beschädigt auf der Seite. Hier vorne ist auch die Felge beschädigt. Tür ist nachlackiert und Auto ist eigentlich, Motorhaube ist auch nachlackiert. Aber das Wichtigste ist halt eben, ich weiß nicht, ob man das hier auf der Kamera so sehen kann, aber die ganze Seitenwand ist komplett kaputt. Und hier war er halt richtig gescheit drin. Vielleicht schickt mir ja der Verkäufer noch ein Bild. Soweit mal zu dem Fahrzeug. Also, wie ihr seht, Pech. Ja, wie ihr seht, man fährt von Leipzig nach Rostock, von Rostock nach Leipzig. Man sucht hier Autos, schaut sich Autos an. Das war als unfallfrei inseriert. Das Fahrzeug ist also komplett auf der linken Seite drin gewesen. Und so weiter. Soweit ist es halt, dass wir jetzt wieder wegfahren. Und das Auto hebt noch hier hinten. Ja, scheinbar steht unser Ankaufsausflug unter einem schlechten Stern. Das waren auf jeden Fall nette ausländische Herrschaften, die hier ein Auto inseriert hatten. Allerdings als unfallfrei. Die Beschädigungen waren nicht beschrieben. Und als ich mit dem Lackmessgerät durchgegangen bin, habe ich an der linken Seitenwand, also an der Fahrerseite, eine Schichtmessung von über 1500 auf dem Messgerät angezeigt bekommen. Dann war das Ganze bis zum Dach hoch lackiert, die ganzen Türrahmen, dann war das so schlecht lackiert, dass ich glaube, dass das sogar mit der Sprühdose lackiert wurde, also unglaublich. Dann wurde in der Tür eingespritzt, also hier wurde überhaupt nicht fachmännisch abgeklebt oder fachmännisch gespachtelt. Und das, was mich dann am meisten gestört hat, ist, dann zeigte dieser Verkäufer mir auf einmal ein Bild. Und da hat man dann gesehen, dass eben genau an der B-Säule das Fahrzeug drin war. Und eben auch unten die Schwellerleiste komplett eingebogen war und das ist einfach nur aufgespachtelt worden und fertig. Hier müsste man die ganze Seitenwand jetzt raustrennen. Man müsste die Tür ersetzen. Das ist viel zu viel Arbeit und steht nicht in Relation mit dem Kaufpreis. Zudem war es auch so, dass der Kaufvertrag auf seine Mutter war. Er eigentlich gar keine Vollmacht vorweisen konnte, dass er das Auto verkaufen darf. Da lasse ich also dann schon zweimal die Hände weg. Dann stand komischerweise im Kaufvertrag an ihn nicht der Name drin, der in den Fahrzeugpapieren drin stand, also im Kfz-Brief. Das COC-Papier, also die EG-Datenübereinstimmung, hat komplett gefehlt. Gut, die kann man sich nachbestellen als Zweitschrift, kostet 180 Euro.
aber das war alles schon sehr dubios. Dann waren die Felgen auf der Beifahrerseite komplett verkratzt. Dann hat die Sitzbank hinten gefehlt, also die zweite Sitzbank im Frontbereich. Ja, soll nicht so sein. Aber trotzdem interessanter Content, finde ich. Ihr habt ja das Auto vorhin kurz gesehen. Ich bin einmal mit der Kamera drumherum, habe höflich gefragt, ob ich das Auto mal kurz filmen darf. Das war kein Problem. Auf jeden Fall, das ist die Sachlage und da kaufe ich einfach kein Auto an. Ja. Die Susi sitzt hier neben mir. Die hat hier das Heller-Gutmann-Gerät auf dem Schoß und drückt alle 3 Minuten die, ich zeige es euch mal, hinten links heben von der R-Matic. Susi ist jetzt somit meine Co-Pilotin und hebt mir das Fahrzeug im Prinzip während dem Fahren ständig an, dass wir Fahrkomfort haben. Jetzt federt er ganz normal und wir können auch 140, 150 fahren. Und sobald eben der Balk, der Blasebalk oder die R-Matic leer ist, also der setzt sich hinten ständig runter und das Auslesegerät sagt auch, dass das Stellglied nicht erkannt wird. Also da muss von der R-Matic das Stellglied irgendwie defekt sein. Vielleicht war auch ein Tier, ein Marder oder irgendwas, weil das Fahrzeug war tatsächlich über Nacht feucht, in der Feuchte draußen gestanden. Und oft ist es ja so, dass dann gern mal ein Marder runtergeht und dir irgendwo was reinbeißt und dann am nächsten Tag funktioniert die Hälfte nicht vom Auto. Ja, auf jeden Fall, Susi macht das jetzt, ne? Ja. Und so versuchen wir jetzt, bitte? Nur hoffe ich, dass der Akku ausfährt bis nach Hause. Von dem Gerät hier? Ja. Ja gut, dann hoppelt es halt wieder ein bisschen mehr. Okay. Ne? Aber ich versuche im Durchschnitt jetzt 140 zu fahren und dass wir sicher nach Hause kommen. In diesem Sinne, mehr gibt es auf jeden Fall heute nicht mehr zu berichten. Ihr werdet dann im nächsten Video erfahren, ob wir gut und heile nach Hause gekommen sind. Hindernis in 500 Metern. Und in diesem Sinne. Tschüss. Und noch als kleiner Vorgeschmack, die Pakete. Beziehungsweise hier ist das Command drin und die Pakete sind für die Nachrüstung von der Rückfahrkamera für den W221, also sprich für die S-Klasse. Da könnt ihr euch schon mal auf neuen Content freuen. Das heißt, wir werden die Rückfahrkamera nachrüsten bei dem S550 und wir werden das Command umbauen von amerikanisch auf deutsch. Und das heißt natürlich auch, wir sind gut zu Hause angekommen. Die Rückfahrkamera ist auch angekommen. Wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das sind definitiv die Reparaturritzel oder Zahnräder für das Steuergerät von der Parkbremse. Wie ihr seht, die Versender waren fleißig und brav, haben uns während unserer Abwesenheit wunderbar so ziemlich alles zugeschickt. Wir können auf jeden Fall schon mal mit dem Einbau der Rückfahrkamera für die S-Klasse beginnen. Original-Rückfahrkamera wohlgemerkt. Die Kamera selber mit der Abdeckung, mit der Blende ist noch nicht da, aber das wird wohl kommen. Hier haben wir das europäische Command. Hier haben wir die ganzen Teile, die für die Parkbremse notwendig sind. Wir werden nicht die Steuereinheit für die Parkbremse neu kaufen, sondern wir werden sie erstmalig probieren zu reparieren mit einem neuen Ritzelsatz oder neue Zahnräder. Die werden wir austauschen, weil die sind mit Sicherheit kaputt. Leute, und ihr werdet es nicht glauben, das Ding hat doch Keyless Go. Zack und zack. Und wenn ich auf die andere Seite gehe, und das hängt hundertprozentig mit dieser scheiß Fahrertür zusammen, dass überhaupt nichts funktioniert. Wenn ich hier hingehe, will aufmachen, hier funktioniert überhaupt nichts. Auch hinten nicht. Also ich weiß nicht. Komisch. Aber das gibt dann auch noch eine Challenge.